Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Case-Problem. Und des Weiteren möchte ich auch noch ankündigen, dass ich jetzt, so wie ihr es euch gewünscht habt, versuche, meine Videos regelmäßig abzuladen. Das heißt, ich werde mir jetzt feste Zeiten vornehmen, in denen ich dann meine Videos hochlade. Fangen wir mal mit der ersten Chest an, mit einer Silberchest. Und wie ihr seht, habe ich hier auch eine Magietruhe erkämpft. Und darüber war ich sehr froh. Ich meine, ich habe wenig Pokale bekommen. Aber dafür noch eine Magietruhe. Das hat mich erfreut. Dann können wir gleich noch einen Kampf machen. Und ja, also ich habe jetzt geplant, mir jeden Dienstag so um 13, also immer allgemein um 13.20 Uhr circa rum, also 13.15, 13.30 Uhr, um den Dreh möchte ich das dann gerne uploaden. Und was ist denn hier? Clash for Life, schau dir Leistung an. Es gibt Zuschauerturniere, große Juwelenpreise, höchste Spielqualität und tut zu den neuen Karten. Aha. Können wir mal gleich versuchen. Davor fragen wir erstmal an. Und zwar. Das ist eine Magier. Und ich bin ja, wie ihr jetzt schon unzweifelhaft hören könnt, draußen. Das hört man an einem Brunnen, der im Hintergrund noch plätschert. Jetzt öffnen wir die Magietruhe. 450 Gold. Neunmal Minenwerfer. Fünfmal Feuergeist. Dreimal Barbarenhütte. 35 mal Knall. X-Bong einmal. Gut, den X-Bong wollte ich jetzt nicht wirklich haben, aber. Das ist schon sicherlich ganz nett, dass man die Karte auch irgendwann hat. 13 mal ein Riesen. Oh, nur noch 3 mal Riesen habe ich ein Level ab. Und 2 mal Frost. Gut, das hat mir alles nicht wirklich was gebracht. Dann kämpfen wir jetzt einmal mit diesem Deck. Ja, und ich hätte lieber statt Riesen Magier bekommen. Oder allgemein andere Karten, aber das kann man sich ja leider nicht aussuchen. Dementsprechend. Na egal. Wünschen wir mal viel Glück, sind wir sozial. Ah, Spawner-Decks hasse ich. Oh, Golasso. Du kommst nicht gegen meine Lakaien an, ne? Hast du Problem? Na, schließ Problem. Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin es nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin es nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße. In meinem Keller. Au, wer kennt von euch dieses Lied? Das graut doch richtig rein. Ist richtig groovy. Und da greift er. Ah. Ich hasse diese Spawner-Decks. Aber wir haben ihn schon eigentlich ziemlich gut gedamaged. Ja gut, mein linker Tower wird gleich down sein. Boom! Komm mal da an vorbei, Bitch! Nee. Der Tower ist down. Er hat meinen Tower gedamaged. Theoretisch, wenn er jetzt ganz schlau wäre. Gut, das hätte ich niemals gemacht. Ah, ich weiß, worauf er hinausgehen will. Rat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 
Ja. War nicht schlecht. Gut, dann. Wie viele Trophäen verloren? 30, ja. Was so viel. Gut, es wurde ja gerade vorhin was angekündigt. Und schauen wir uns an, was man da jetzt. Ich werde es nicht abonnieren. Last Subscriber Brilliant. Aha. Gut, wie kann ich jetzt. Schauen wir uns das mal ein Vollbild an und ja gut, ich bin jetzt nicht gerade der sich hiermit so großartig auskennt, oder? Wie Tour names at 1 PM. 3 PM. 100 total price, gem, giveaway, tool. Friendly battles on the stream. Maybe one last to name at Steam. We're gonna pop him. Yeah, we'll do Achso, okay, gut, das heißt, ich müsste dann. So, Stabby took the first tower. Dude, is he. Oh, he's using Lava Loon. If you don't have Lava Loon, you're in trouble, man. Yo, Shark. Okay. Er ist Davy. Ach, scheiße, hätten wir uns schon anmelden müssen, weil wir sind wieder reinkommen müssen. Gut, dann können wir das nicht mehr machen. Und. Ja, gut, stattdessen. Stattdessen gewinnen wir jetzt, ne? Wir gewinnen jetzt. Und ich habe festgestellt, das ist eigentlich ein gutes Deck, aber das ist auch ein ziemlich gutes Deck. Bloß ich ersetze jetzt mal die Pfeile mit einem Feuerball, weil ich einfach diese Spawner-Decks hasse und. Das ist halt immer so ungünstig, wenn man einen Gegner die einsetzt. Das ist ein gutes Anfangsdeck. Interessanter Angriff. Und das ist das Problem. Er hat schon gesehen, er hat mir jetzt schon die Hälfte vom Turm abgezogen, sogar mehr als die Hälfte. Und ich habe keine Ahnung, was er damit bezweckt hat. Er dachte vielleicht, dass ich jetzt gleich noch was setze. Okay, gut, das ist gar nicht mal so schlecht. Damit ist dein Turm down. Perfekt. Ja, dieses Schnipsen, hört dieses Schnipsen, dieser Groove, diese Groove. Oh yeah, man. Na gut, das ist sowieso down. Egal, was ich mache. Theoretisch ist jetzt die Frage, gehe ich auf seinen gegnerischen Königsturm rauf? Nein, mach ich nicht. Er will es wissen also. Ach. Gut. Scheiße, doppelt verkackt.
Gut, dann hoffen wir, dass wir es damit blocken können. Interessant, wir kamen damit. Ja, das wird wahrscheinlich ein Unentschieden. Was? Nein, 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 nein. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Jetzt muss ich achten, was er macht. Und jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er ein Problem. Denn mein Packer ist durch. Mein Packer ist durch. Ja. Gutes Spiel. Und ja, ich habe Lateinunterricht. Oder hatte. Wie uns nimmt. Ist auch ziemlich schuldig unsere Lehrerin. Dann war ja eigentlich kein Unterricht. Ich meine, niemand ist wirklich gleichzeitig da. Scheiß Schiri bei Bremen. Ich fick den, ja klar. Gut, der X-Bogen ist ja an sich neu, den ich habe jetzt. Wo ist er denn? Und wie lange geht dieses Video schon? Alle solche Fragen, die mich, Adassa, und euch interessieren. Nicht. Okay, gut, lohnt sich nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt euch selbst treu. Yo mit Y. Yo mit Y, merkt euch das. Yo mit Y ist cool. Yo mit Y ist einfach besser als Yo mit J. Das ist groovy, smoothie. Sehe ich wie eine Scheiße. Bye.